Okay. Auf ein neues. Wir müssen vor diesem Arzt abhauen. Ob ich mich jetzt hier in Sicherheit wiege? Ich hab schon wieder so Schiss, ne? Ich höre Schritte. Ich sag trotzdem mal ein gutes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Outlast. Wir sind auf der Flucht vor diesem gestörten Arzt. Und ich weiß nicht, ob ich mich hier raustrauen soll oder nicht. Da kommt er. Halt doch mal nur die Klappe, du verfluchter Reporter. Was machst du denn? Ich weiß ganz genau, wo ich hin muss. Nur ich trau mich nicht. Okay, ist weg. Ich renne jetzt einfach. Ich hab Schiss. Warte mal, ich will mal kurz was gucken bei Optionen. Irgendwas stimmt gerade nicht mit meiner. Okay. Okay. Was klimpert hier? Die da. Irgendwie. Ne, warte mal, geh mal wieder raus. Okay. Hat mich nicht gesehen, gell? Hat mich nicht gesehen, ich weiß, dass er da hinten ist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab so Schiss. Eigentlich weiß ich schon, aber. Dieser Arzt. Ich will nicht rausgehen. Ich riskier's jetzt. Ich geh jetzt nochmal hier durch. Das war nur die Toilette, wo ich mich verstecken kann. Aber das nützt mir nichts. Komm schon. Ich renne jetzt einfach, ich versuch's jetzt. Ah! Scheiße! Scheiße! Hier ist der Gang! Hier ist der Gang! Digga, du bist so ein Bastard, ey! Du bist so ein Judas-Sohn! Scheiße, Alter! Ich muss in diesen Gang! Ich hab's ja gesehen, was ich machen muss! Ich renne jetzt einfach, ich renne einfach, komm! Fuck! Fuck! Fuck!
Der ist hinter mir, 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 der ist hinter mir. Drücke zu verstecken, hopp. Wo ist er? Hier rein. Ich warte jetzt. Ich müsste noch irgendwann sehen. Der dreht doch seine Runde hier, ne? Komm schon. Könntest du mal hier über mir aufhören mit deinem Rumgeklimper? Wir haben keinen Jingle Bells, was du jetzt hier abfeiern kannst. Wo die Glöckchen klingeln. Gott, er geht gerade allein. Scheiße, jetzt sehe ich gar nichts. So, komm jetzt schnell. Jetzt muss ich aber schnell weg hier. Scheiße, der ist da, gell? Ich warte hier. Ist es safe? Nee, es läuft noch hier rum. Auch wenn der nur mal den Atmen anhalten würde, dann könnte ich ja genau hören, ob der Doktor noch unterwegs ist. Komm ich hier durch? Nein. Scheiße. Ich bin voll am Arsch. Nein! Lauf! Wo muss ich denn hin, verflucht? Der ist hier! Doch Mensch! Ich hätte durch diese Tür gemusst. Fuck! Och nö! Ich war so froh, dass ich das erste geschafft hatte.
Scheiße, alter Mann. Wie kann man denn diesem Arzt beikommen? Mensch, ich hatte es doch so gut schon so weit. Das ist nur ein Spiel. Körper, das ist nur ein Spiel. Ich mache mal Selbstmut hier. Ich weiß, dass du da rumläufst. Komm schon. Wo bist du? Wo ist der Arzt? Ich will nicht. Okay, da ist er. Meine Chance. Nein! Wieso hat denn der mich jetzt bemerkt? Wieso hat denn der mich bemerkt? Wieso hat denn der mich bemerkt? Dieser Fucker. Der ist immer noch hinter mir, gell? Ich kann mich nicht umdrehen. Ja, der ist immer noch hinter mir, der ist immer noch hinter mir. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Lauf doch schneller, Mensch! Scheiß was! Hat das was genützt? Wieso war der hier? Scheiße, der schaut unter dem Bett nach jetzt. Oh nein, oh nein. Okay, bloß wieder weg hier. Ey, du schaust jetzt nicht unter jedem Bett nach. Ich sehe die Tür nicht mehr. Komm schon, schieb, 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 schieb. Nein! Motherfucker, ey! Ist da draußen, gell? Oh nein. Nein, nein, nein. Der macht die Tür auf. Nein! Hau ab, hau ab, hau ab, hau doch ab, hau doch ab, hau doch ab! Du Mistkerl! Ich muss die zweite Tür nehmen. Okay. Gut zu wissen. Hey, komm her, Mistkerl.
Ich hatte so Schiss, da rauszugehen. Nie wieder, ey. Ein Horrorspiel, bei dem man sich nie verteidigen kann. Bleib mal unten. Oh, das war knapp, der Doc ist gerade da. Nein! Wieso? Wieso? Wieso denn? Wieso denn? Wieso denn? Wieso ist er denn immer hinter mir her, so knapp? Dieser Fucker, ey. Jetzt ist die Frage, ob das Gute geht hier. Bitte komm. Du kommst nicht zu mir jetzt. Komm nicht zu mir, komm nicht zu mir. Nein, nein. Na toll! Na toll, ich sehe nichts mehr, wo ich lang muss. Ey, ich verplemper hier voll die Aufnahme Zeit! An diesem Judas-Sohn. Was hab ich hier gemacht? Ich hab den Bock gerade eingesperrt, gell? Komm, schieb, 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 schieb! Schieb! Jetzt weiß ich, dass ich in diese Kabine gehen muss. Jetzt warten wir erstmal einen Moment. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Psst. Atme doch mal nicht so laut. Er ist da draußen. Ich garantiert jetzt auf, ja. Wann kann ich raus? Wann bin ich denn safe?
Komm schon. Ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Warum ist der hier draußen noch? Der macht mich voll fertig. Weiß ich denn, ob es safe ist? Warte. Meine Schritte? Jede Wette, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich wieder umgebracht. Ich höre ihn, auf jeden Fall mit seinem Schneidewerkzeug. Dass man nicht mal irgendwie so rausspähen kann, ey. Bei jedem Stealth-Spiel kann man das. So ein Instinct-Modus jetzt von Hitman wäre jetzt geil. Oder so eine Spionagedrohne von Sam Fisher. Er ist noch viel zu nah, ich höre ihn. Nicht raus. Spielt der Katzenwächter oder was macht der da vor der Toilette? Weiterhin sind wir auf der Flucht vor Dr. Traeger. Wird es uns gelingen, ihm zu entkommen, diesem dreckigen, sadistischen Bastard, der uns verstümmelt hat? Tja, oder bleibe ich noch weitere 20 Minuten oder auch länger bei ihm, weil ich einfach nicht schaffe, vor ihm abzuhauen? Das alles noch mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Vergesst nicht, Bewertung und Kommentar zu hinterlassen. Und ich bin hier raus. Peace out!